macht einfach immer noch Spass. Das war sicher der Hauptgrund gewesen. Und ich habe das Gefühl, ich kann immer noch mitheben. Der Körper macht auch mit. Und die Frau hat auch gesagt, ich darf noch mal ein Jahr spielen. Die Kinder haben auch Freude. Und dann hat eigentlich alles zusammengepasst. Und dann habe ich gedacht, mache ich noch mal eine Saison. Ja. Es ist in den letzten 2-3 Jahren sehr gut gegangen. Ich hatte vor allem jetzt einen Coach, der auf mich gesetzt hat. Das braucht es natürlich auch, wenn du das Vertrauen kriegst von einem Trainer und viel Einsicht kriegst und Verantwortung kriegst. Dann ist automatisch auch eine bessere Gelegenheit, zum gut zu spielen. Und ich habe das Gefühl, ich konnte es zurückzahlen in den letzten 2-3 Jahren. Und hoffe, dass ich das in der nächsten Saison auch wieder machen kann. Ja. Ja, schon noch wacker früh. Also, ich weiß noch nicht genau, wie das Kader aussieht, aber letztendlich ist ja nicht der einzelne Spieler, der es ausmacht, sondern die Mannschaft. Das war ja immer schon so in all den Jahren, die ich gespielt habe. Es war immer die Mannschaft erfolgreich, die ein gutes Team hatte, einen guten Zusammenhalt. Das klingt sehr kitschig, aber es ist ja so. Und ich habe das Gefühl, es ist sehr positiv, dass ein Haufen verlängert haben, ein Haufen, die letztes Jahr oder vorletztes Jahr schon dabei waren. Es war ein sehr gutes Commitment zum Club und ich habe das Gefühl, das ist eine gute Basis, um Erfolg haben können nächste Saison. Ja, ich habe natürlich hauptsächlich meine Kinder genossen. Ja, ich war natürlich jeden Abend daheim gewesen. Das war für meine Kinder eine völlig neue Situation gewesen. Für meine Frau auch. Ich glaube, die haben das alle genossen. Ich auch. Es war sehr schön gewesen, um das Familienleben so intensiv zu geniessen. Auf der anderen Seite habe ich natürlich das Hockey sehr vermisst. Ich würde lügen, wenn ich das nicht zugeben würde. Und darum, ich glaube, ja, mache ich auch noch mal ein Jahr, oder, damit ich noch mal Hockey spielen kann. Das mache ich einfach gerne. Ja, es war recht überraschend, als es angefangen hat mit dem Corona-Match damals im Sommer oder Frühling rein, wo so viele tausende Zuschauer waren. Es war eine lustige Sache. Oder die Videos, die wir gemacht haben vom Sommertraining und so, das war wirklich, da haben wir den Applaus gehabt. Und nachher hat man dann aber gemeint, ja, die Saison fängt an, jetzt ist es vorbei und Corona ist gestorben, aber das war dann leider nicht so gewesen. Und ja, es war schon eindrücklich, wie alle Leute eigentlich zum Club gestanden sind, zur Mannschaft gestanden sind, sagen das Sponsoren, sagen das Fans, sagen das auch Mitspieler. Wir haben ein paar Mal Videokonferenzen gemacht untereinander. Wir haben immer wieder trainiert, wenn wir nicht dürfen. Also, trotz Corona hat man eigentlich immer einen wahnsinnig guten Zusammenhalt gespürt, ein Vertrauen gespürt aus dem Umfeld. Und das hat es natürlich sehr einfach gemacht, viel einfacher gemacht, um die schwierige Phase zu überstehen, wo wir jetzt hoffentlich den bald alle bestanden haben. Ja. Also da mal ein herzliches Dankeschön an alle Sponsoren oder alle Fans, die jetzt immer wirklich zu dem Club stehen und weiter drin hoffentlich das machen. Ja.